Moinsen zum Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Dog Kickers 2 Task Force North. Wir suchen uns heute eine schöne Mission raus, würde ich sagen. Haben wir Tiny Troubles fertig gemacht beim letzten Mal? Haben wir nicht. Knives in the Dark, Clear Hostiles. Okay, das hört sich so an, als wenn es die Ranger machen würden. Aber wir schauen mal, vielleicht könnten wir das auch mit dem CIA Squad machen. Ganz ehrlich, das sieht aus wie Schrotflintenzeit. Undetected soll man das machen. Das hört sich dann aber doch eher, wir schauen mal. Ob die das schaffen. Die Jungs, was hatten ihr für eine Ausrüstung? Ja, das sollte ja dann sie irgendwie hinhauen. Das hier kopieren wir mal gerade. Wie sieht es bei euch aus? Sehr gut. So, da müssen wir mal schauen, wo geht's denn hier lang? Und wenn ja, brauchen wir Rauch. Wahrscheinlich nicht, ne? Also es gibt nur einen Eingang. Ja, es gibt nur einen Eingang. Punkt. So, du hast. Genau, hast du. Welcome. Okay. Da können wir mal ausprobieren, eigentlich, finde ich. Ob Rauchgranaten. Obwohl, lösen Flashbangs eigentlich... Oh, was hatten wir denn festgestellt? Machen Flashbangs Lärm? Machen Flashbangs Lärm, lösen die... Lösen die Alarm aus? Ich weiß es gar nicht mehr. So, wir schauen uns das Ganze hier auf jeden Fall mal an. Versuchen das mal heimlich zu machen. So, kannst du hier durchgucken? Du kannst da drunter durchgucken. Super. So, das sieht doch hier schon mal sehr gut aus. Da ist nämlich wirklich nur einer. So, der kann sich hier dieses Fenster anschauen ein bisschen. Kannst du hier so ein ganz kleines bisschen zurückgehen und die Tür vorsichtig aufmachen? Okay, das hat schon mal funktioniert. Super. Ah, du hast die falsche. Nein! Oh, die. Die haben die falschen Waffen. Okay, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Kacke, wirklich? Warum habt ihr die falschen Waffen, Leute? Aber ich beim letzten Mal versucht habe, laut mit denen irgendwas zu tun, ne? Gab es hier verschiedene Munition? Ja, okay, wir versuchen hier also leise zu sein. Du brauchst erstmal die andere Waffe hier. Jo, gut, das hätte ich natürlich dann beinahe mal verkackt hier. Oder beziehungsweise hab's natürlich komplett verkackt. Sieht es bei euch mit der Munition aus? Da ist, glaube ich, der Radius. Genau.
bisschen leiser. Ein bisschen kleiner, der Radius des Hörbaren. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Deswegen hatten die auch kein... was wollte ich sagen? Achso, dieses Heimlichkeitssymbol nicht über dem Kopf. Da ist ein Fenster kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Wir werden es in Kürze rausfinden, befürchte ich. Schießt denn er hier nicht? Ach, weil der da in Deckung ist, oder was? Der schießt so über die Deckung drüber. Okay, also mit heimlich, ne, sobald hier so ein Fenster zu Bruch geht, ist natürlich schon mal schlecht. Das heißt, wenn die da nicht gut zielen, dann, ja. Dann war es das schon mal. Das heißt, wenn er da drüben vor der Wand steht, wäre das einfach mal deutlich günstiger. Da ist schon wieder ein Fenster kaputt gegangen. Das hat aber irgendwie keiner gehört, scheinbar. Schnell ich dich denn hin? Hier? Ja, da ist, glaube ich, gut. So, und dann verpissen wir uns mal gerade von hier. Ja, und zwar so, dass wir nicht gesehen werden von draußen. Jetzt nicht sofort geschossen hier. Also es heimlich zu machen ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Ich weiß auch nicht, warum der jetzt unbedingt hier lang kommen musste. Das war natürlich schon wieder ein bisschen blöd. Warte, den Wegpunkt hier will ich löschen. Den Wegpunkt hier will ich löschen, danke.
Hat er da durch den Vorhang geschossen, wo er will denn gewusst haben, dass da einer steht? Das ist ja wohl der absolute Betrug gerade gewesen, oder? So, du lädst nach, hoffe ich. Spätestens jetzt. Du kannst ja auch mal nachladen. Und dann dürfte ja auch fast keiner mehr drin sein, oder? Kann es eigentlich benutzt werden? Ach, jetzt. So, du musst dann hier drüben das im Auge behalten. Ja, eigentlich schon, muss er ab hier dahin gucken. Ah, hier müssten wir vielleicht auch hinschauen, oder? Machst du da auf oder machst du nicht auf? Hä? Was treibt er da? Ich habe keine Ahnung, was er da tut, ehrlich gesagt. Okay, geht doch. Das war ja nicht so erfolgreich, ne? Und Alarm haben wir auch ausgelöst, also, wie soll ich sagen? Das müssen wir nochmal machen. Mit den Rangern funktioniert das Ganze natürlich deutlich cooler einfach. So, ja, du raus, euch brauchen wir nicht. Wie seid ihr ausgerüstet? Wall Breach Charge M4, okay. Ich nehme euch mal auch gerade raus. Vielleicht brauche ich die gar nicht. Du hast auch ein Wall Breach Charge. Na geil. Sarge hat es dabei, ne? Ja. Du hast so ein Türkugi dabei. Hast du auch. Nee, hast du nicht. Ja, sowas suche ich. So, und wen brauchen wir denn noch? Ein Grenadier? Eigentlich nicht, ne? Wie sieht's mal euch aus? Wir hatten das bessere Assault Shooting. Oh, ihr seid gleich gut. Na, dann nehmen wir, glaube ich, dich mit.
rüsten ihn aber einfach so aus. Warum tun die denn hier so, als wenn die heimlich wären? Achso, ich muss das anders machen. So, das machen wir nämlich so. Spider kann sich dann schon mal hier hinstellen. Der soll da durchgucken. Oh Gott. Ja, wenn er so hier durchguckt, dann passt das, glaube ich. So, Scooby, checkt hier einmal die Tür, bitte. Ja, da steht einfach einer. Was ja kein Problem ist. Okay, könnte sein, dass sie wissen, dass wir da sind. Aber können wir das Ding nicht aufsprengen hier? Nee, scheinbar nicht. Schade, das wäre halt voll cool gewesen. So, hier gehen wir gleich richtig aggressiv vor. Hä, was? Wie? Was? Hä? Moment. Wo kam die? War das unsere Granate, die falsch geworfen wurde? Das interessiert mich jetzt, aber... Oh, verdammt. Okay, wir machen es nochmal. Ja, hier das Ding würde ich natürlich schon gerne irgendwie aufkriegen. Achso, warte. Brauchst du dafür aber statt dem Ding lieber sowas? Das kannst du auch mitnehmen eigentlich. Dann nimmst du hier das Breach-Dings mit. Das wird schon passen. Hast du auch Granaten, ja, ne? Ja. Okay. So, dann versuchen wir es hier nochmal. Und dann können wir das ja auch ein bisschen koordiniert machen, hoffe ich. Hä, was? Nein, das... Was? Oh Gott. Das hat immer gar nicht funktioniert. Ich habe da einfach daneben geklickt. Ganz dumme Sache, das. So, dann müssen wir jetzt auch hier durch. Du sicherst sofort hier. Du kümmerst dich da drum. So, dann kannst du hier einmal weitergehen. Das hat schon mal ausgezeichnet funktioniert. Ah, kriegst du es dann nicht um die Ecke geworfen, vernünftig.
jetzt aggressiv hier hinterher und die Seite hier frei machen. Hat er da echt so rausgeballert? Du warst noch gar nicht hier in Position, ne? Geil. Ja, da habe ich auch einen verloren jetzt. Ah, ärgerlich. Das können wir wahrscheinlich besser. So, jetzt machen wir es noch mal ganz in Ruhe, so dass es hier auch wirklich funktioniert. Hoffe ich. Ich darf halt nicht wieder daneben klicken irgendwie. Das wäre halt dumm. So, du bist fertig. Dann gehst du jetzt nämlich hier wieder ein bisschen zurück. So, du bist auch fertig. Dann trittst du hier auch ein bisschen zurück. So, dann fangen wir hier aber nicht mit dem Dings an, sondern wir machen das erstmal hier so ein bisschen frei alles. In der Hoffnung, dass dann auch diese Tür hier aufgeht. So, du deckst hier den Scheiß so richtig ab. Ja, der hat wirklich die Granate hier. Oh, okay. Da darf man also nicht zu dicht dran stehen, sonst. Das zeigt er halt noch nicht an, ne? Aber die Granate, die bleibt dann hier auf unserer Seite liegen. Das habe ich mir vorhin schon gedacht, irgendwie. Dass es so passiert sein muss, weil ich keine gegnerische Granate habe fliegen sehen. So, dann kommst du hier nämlich auch so ein bisschen mit zurück. Danke. So, und dann versuchen wir es nochmal. Du wirst deine Granate einfach hier so in diese Ecke, bitte. Und du versuchst hier so über das Tor zu werfen. Ja, es wird schon. Da haben wir jetzt halt eine relativ große Überlappung, aber irgendwas immer. Durchgehen bis hier, bitte. Du gehst direkt nach hier durch. Da brauchst du gar nicht, ne? Du gehst nach hier durch. Du schleichst dich hier einmal um die Ecke, bitte. Und du bleibst einfach hier stehen und deckst da alles ab. Sind die alle down? Ja, die sind alle down. Super schön. So, du rückst hier nach. Dein Job, hier so um die Ecke gucken, bitte. Sieht das ungefährlich aus? Nicht so richtig, ne? Kannst du... Hast du nicht. Dann guckst du mal bitte da so rein einfach. Bleibst hier kurz stehen. Und kurz meine ich halt auch kurz. Oh, sehr gut. Ah, und dann will er da auf jeden Fall die Granate noch werfen und verreckt deswegen. Ah, okay.
Ja, das mit den Granaten war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wir versuchen das nochmal einen schönen hinzukriegen. Komm du mal ein bisschen weiter hier rüber. Und dann kannst du nämlich auch hier hinlaufen. So, ihr nehmt hier einfach so ein bisschen Abstand. So, und dann versuchen wir das hier nochmal mit den Granaten schön zu machen. Ne? Also erstmal die Fenster hier raussprengen auf jeden Fall. Und dann hauen wir da nochmal eine Ladung Granaten hinterher. So, ihr könnt hier schon reingehen. Das sollte kein Problem sein. Und dann gehst du aber wirklich hier hin. Checkst das erstmal. So, und ihr müsstet jetzt nämlich nochmal Granaten hinterher werfen. Weil das ja jetzt hier frei geworden ist. So, wer von euch beiden hat einen Rauch dabei? Keiner. Oh Gott. Katastrophe. Hast du Rauch? Warum hat denn hier keiner Rauch dabei? Ich hab vergessen, Rauch mitzunehmen, oder was? Ich wollte doch Rauch mitnehmen. Okay, ich habe keinen Rauch dabei. Alles klar. So, solange der hier noch ballert, machen wir natürlich nicht viel. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, würde ich sagen. Ich krieg halt auch nicht nach da hinten irgendwas geworfen. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Super gut. So, er kann eigentlich direkt hier hinten stehen bleiben, oder? Kriegen wir eigentlich eine günstigere Position ein bisschen. So, dann kannst du dich hier nämlich verkrümeln. Wie sieht es aus mit der Munition? Ah, alles gut. Wahrscheinlich eher da hinten. Oh, das war's schon. Ja, und dann ging das ja, relativ schnell. Also dadurch, dass ich hier halt sehr viele Granaten geworfen habe, hat es ein bisschen länger gedauert. Und dadurch, dass die MGs da halt rumgurkten. Aber alles in allem war das, glaube ich, ein ganz brauchbarer Plan. Ja, wichtig war, glaube ich, auch, ne, dass hier die Granate, okay, der Granatenwurf von hier um die Ecke, ne, dass es dann hier so explodiert und gleichzeitig das Aufsprengen hier, damit wir dann hier durch diese Türöffnung fahren können. Das war, glaube ich, schon relativ wichtig tatsächlich. Ja, und dass man hier halt nicht... Ernst, dass man hier halt nicht sofort aufmachen konnte, weil die dann hier durchgeballert haben, einfach da Sperrfeuer. War natürlich ein bisschen ungünstig, aber ja, irgendwas ist halt immer. Das kann passieren. Ich weiß nicht, ob Rauch da geholfen hätte, ne? Oder ob die hier einfach weiter durch den Rauch geballert hätten. Aber das hätte uns vielleicht genug Zeit gegeben, um uns hier so am Rand so ein bisschen durchzuschmuggeln und dann den Innenhof zu betreten.
Ja, alles in allem mit ein bisschen Rumfummeln wieder ein ganz brauchbarer Plan. Ob man das jetzt unbedingt leise schafft, weiß ich nicht. Denn sobald hier Fenster zu Bruch gehen, ne, sind halt einfach alle alarmiert. Und die Jungs schießen halt einfach alle noch nicht gut genug, als dass sich da zu 100% ausschließen lässt, dass die irgendein Fenster kaputt machen. Aber gut, ja. War doch wieder ganz schön eigentlich. Keine von den Challenges geschafft. Kann passieren. So, wie sieht's denn hier aus? Habt ihr jetzt hier mal ordentlich Erfahrung? 3 und 4 Punkte hier irgendwie. 4 Punkte. Unser Supporter ist auf 3. Wen hatte ich noch? Und ich hatte ich mit. Ja, passt schon, würde ich sagen. Stufe 5 und 4. Warte mal, wenn du Stufe 4 bist, aber nur 3 Punkte Marksmanship dazu bekommen. Ne? Also die scheinen sich alle unterschiedlich schnell zu entwickeln. Vielleicht lohnt es sich dann, verschiedene Leute zu testen, wie schnell die sich entwickeln einfach. Das wäre halt, glaube ich, echt ganz gut. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr irgendwas? Stufe 3 OS, beinahe auf Stufe 4. Ja, gut. Tja, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das dann erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.